Im Internet, in Möbelhäusern und natürlich auf Messen werden uns immer wieder die neuesten Möbeltrends gezeigt. Ehrlich, man muss nicht jeden Trend mitmachen, aber es gibt ein paar Highlights, die sollte man unbedingt im Auge behalten. Und die haben wir für Sie gefunden. Unser Zuhause braucht das gewisse Etwas, gewisse Einrichtungsgegenstände, die unsere Räume wohnlich und gemütlich machen. Viele Leute möchten entweder korrekt sitzen, das heißt aufrecht, oder man nimmt was zum Lümmeln, was wir nachher auch sehen werden, einfach größere Sitztiefen mit Funktionen integriert. Es gibt einmal die Sitzvorzüge, es gibt die Beinhochlage, man kann den Rücken ergonomisch verstellen, so wie es der Kunde wünscht. Maßlich genau eingepasst, kann man wunderbar alles raussuchen. Die ältere Generation bevorzugt erfahrungsgemäß eher die klassischen Sitzmöbel. Hier spielt dann vor allem die Funktionalität eine große Rolle. Die verstellbaren Sitze, die sich per Knopfdruck in bequeme Liegen verwandeln, sind absolut gefragt. Bei den Jüngeren liegen Lounge-Möbel im Trend. Einerseits wegen der Optik, andererseits wegen der hohen Flexibilität der Möbelstücke. Man kann dann verschiedene Bausteine in der Breite wählen, man kann verschiedene Tiefen wählen, verschiedene Qualitäten des Sitzaufbaus, Federkern, Kaltschaum, weich, gemütlich, leger, mit Wellen, Faltenbildung. Neben Couchlandschaften sieht man auch immer mehr einzelne Liegen in den Wohnräumen. Diese reichen von modern und schlicht bis hin zu plüschig und gemütlich. Die Liegen nimmt man eigentlich gern, wenn man sagt, man will ein Gegenüber kreieren. Wenn man nur eine Wohnlandschaft hinstellt, oft fehlt dieses Gegenüber, das Gemütliche, dass man mit jemandem reden kann. Man muss auch sagen, man verwendet es oft als Eyecatcher, gerade in einer anderen Farbe. Wenn ich jetzt hier ein schönes Samtgrün habe, mache ich da ein schönes Lila dazu oder einen heller Ton, je nachdem, was die Umgebung hergibt. Man kann also ganz tolle Möglichkeiten schaffen, dem Wohnraum neue Gestaltung zu geben. Eine Neugestaltung des Wohnraums, das klappt auch mit dem zweiten Trend. Diese sogenannte Kompaktwand gibt es eigentlich fast gar nicht mehr. Man hat nur noch ein, zwei Fragmente da, aber heute ist es so, dass der Fernsehunterteil, eine schöne einzelne Vitrine, vielleicht ein schönes Wandbord, ein einzelnes Regal viel schöner zur Geltung kommt. Auch hier kann man Stauraum schaffen, also kann man wunderbar kombinieren. Gleiche Farbe und gleiches Material ist out, der richtige Mix macht's. Da trifft im Wohnzimmer auch mal Lack auf Leder. Der Trend bei den Wohnwänden ist das Spiel mit den Gegensätzen. Im Prinzip haben wir hier Kastenmöbel in verschiedene Lackfarben, verschiedene Größen. Man kann verschiedene Fernsehhöhen machen. So wie man hier sieht, auch integrierte Beleuchtung. Man kann da Akzente damit setzen. Wie wir hier links sehen, schöne, helle, kräftige Farben kann man machen. Und wenn man dann natürlich sagt, okay, ich bin mutig, mache ich ein schönes Einzelstück aus Holz dazu. Helle Hölzer sind sehr gefragt, Eiche Bianco mit Weißöl verarbeitet, so verhindert es, dass das Eichenholz nicht so gelb wird. Aber viel schöner ist es, diese geschrobbten Oberflächen, sehr unruhige Oberflächen, sehr schön, wie man das heute macht. Die Einrichtung in unserem Zuhause ändert sich. Früher waren kompakte Möbel angesagt, heute stehen Flexibilität und Leichtigkeit im Vordergrund. Das trifft auch auf den dritten Trend zu, eine Neuheit auf dem Möbelmarkt. Man versucht, leichte Tische zu bauen, indem man so Material wie hier Keramik verwendet. Ein sehr schöner, dünner Aufbau. Der dünne Aufbau macht das Ganze aber trotzdem sehr kratzunempfindlich, sehr hart, sehr robust. Kinder haben ja keine Chance, sie kriegen jeden Flecken raus. Man kann Holzoptik kreieren, man kann Steinoptik machen, man kann Lackoptiken erzeugen. Es ist absolut hitzebeständig und vom Material her echt top. Außerdem bieten die dünnen Keramikplatten mehr Beinfreiheit unterm Tisch. Das Material passt sich allen Einrichtungsstilen im Esszimmer oder in der Küche an. Und so gut wie jeder Stuhl lässt sich dazu kombinieren. Flexibel eben, die neuen Wohntrends. Bauen und Wohnen, schalten Sie ein. Ich freue mich auf Sie.